Dann kommen wir bei Zoch zu einer etwas kleineren Schachtel und anscheinend ein bisschen in das Horror-Humor-Thema Transsilvania. Genau, es ist ja sowohl ein Horrorspiel, aber auch ein bisschen so das Familien-Kinderspiel. So. Also ja, es geht so in den, ab 6 ist es und ist auch für Kinder geeignet. Ja, wir haben hier eine kleine Zugstrecke. Genau, eine winzig kleine Zugstrecke. Es gibt nämlich nur 4 Stationen. Das sind zufälligerweise die 4 Wohnorte unserer 4 Protagonisten. Frankenstein, dann Sant Ra, die Mumie. Dann haben wir noch Dracula, den Vampir. Und Wolfi, den Werwolf. Und jeder Spieler hat 4 Zugsitze in seiner Farbe. Und auf der Unterseite der Zugsitze sind die 4 Protagonisten abgebildet, die auf diesem Sitz fahren. Das Gemeine ist jetzt das, dass diese Zugsitze von deinem Mitspieler gemischt werden. Du weißt selbst nicht, unter welchem Sitz ist dann welcher der Figuren. Das erste Ziel ist herausfinden, unter welchem Sitz habe ich welche Figur. Denn mein Ziel ist es, die nach Hause zu bringen. Es reicht bereits, 3 Figuren an die richtigen Stationen zu bringen. Die müssen aber erstmal in den Zug einsteigen, denn die fahren natürlich mit dem Zug nach Hause. Und dann müssen sie an der richtigen Station vom Zug aussteigen und zu Hause sein. Der erste Spieler, der es geschafft hat, sagt einfach, ich habe sie nach Hause gebracht und zeigt es damit aufgedeckt. Und ja, wenn es stimmt, dann stimmt's. Dann schauen wir mal. Wenn nicht, dann habe ich die Info. Genau. Nein, es ist so, ich habe dazu verschiedene Karten, die Fahrkarten. Und die zeigen Symbole, die mische ich, jeder hat den gleichen Satz. Ich ziehe 3 davon und das ist meine Hand. Ich kann jetzt, zeig das mal hier ein bisschen, mit dieser Karte zum Beispiel, 2 Aktionen machen, in beliebiger Reihenfolge. Das heißt, ich nehme einen Fahrgast in den Zug hinein. Er kann entweder von einer Station aufsteigen oder aus meinem Vorrat direkt reinsteigen. Und dann kann ich den Zug noch um ein Feld im Uhrzeigersinn weiterfahren. Oder ich kann ihn zuerst weiterfahren und dann aufsteigen. Je nachdem, wie ich das gerade brauche. Ich würde es mal so machen, in diesem Zug, der ist jetzt schon voll, das macht aber nichts, wenn schon 3 drin sind. Ich steige immer ganz vorne ein und der hinterste wird an der Station, wo der gerade steht, rausgeworfen. So, das ist hier meine blaue Figur da rein. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wer da sitzt, welche dieser Figuren. Das kann ich erst herausfinden, wenn ich in einem späteren Spielzug, also ich habe dann nur noch 2 Karten auf der Hand, dann ziehe ich eine nach, die ist abgelegt, wenn ich eine Figur mal aussteigen lasse. Das würde ich jetzt mal so machen, wenn ich wieder dran bin. Ja, ich kann jetzt hier erstmal eine aussteigen lassen und dann eine einsteigen lassen zum Beispiel. Ich mache es jetzt, der Zug ist noch nicht weitergefahren, macht aber nichts, ich steige hier aus. In dem Moment, wo ich aussteige, darf ich nachgucken. Aha, ist der Werwolf. Die anderen Spieler wissen das nicht, aber ich weiß es jetzt. So, ja, der hat hier nichts zu suchen. Ja, ich steige natürlich gleich wieder ein. So, in der Hoffnung, dass jetzt zumindest die anderen Spieler mich vielleicht dem Ziel hier näher bringen. Oder ich muss selber dafür sorgen, wenn ich das nächste Mal wieder dran bin. Und so geht es immer weiter. Und die anderen durchkreuzen natürlich immer meine gedachten Züge. Man kann hier auch herrlich bluffen. So, wow, ich bin schon zu Hause, ich bin schon zu Hause, ich bin kurz vor dem Ziel. Die anderen werden nervös. Und dann steige ich doch wieder ein. Ach, war wohl doch nicht richtig und so. Und es gibt hier noch weitere Karten, zum Beispiel die hier. Da darf ich den Zug einfach um 1, 2 oder 3 Felder weiter bewegen. Das ist ein Joker, da kann ich jede dieser Aktionen einmal ausführen. Und diese Karte heißt einfach, ich darf die Sitzordnung im Zug völlig umgruppieren. Weil der vorderste ist einmal am sichersten. Ja. Der hinterste, bei dem droht es immer, dass er rausgeworfen wird. Da kann ich zwar dann in dem Moment nachgucken, aber ich lande unter Umständen ganz blöd. Das ist dann Transsilvania. Transsilvania. Transsilvania, natürlich. Transsilvania, genau.